Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phoenix Point. So, wir wollten mal wieder hier sind sie? Wie heißen? Ah, Neu-Jericho überfallen, genau. Mit dem wir kommen ja eh nicht mehr auf dem grünen Zeug. Darum habe ich mir gedacht, holen wir uns doch einfach mal ein bisschen Technologie von denen. Und war wollen wir? Jetzt muss ich mal gucken. Krankenkistenwege, wie euer Team, den Forschungsdaten und dann hacke die Konsolen den Forschungsdaten. Wir brauchen Forschungsdaten. Gefahrenstufe hoch. Wir haben keinen Alarm. Go. Ich würde ja gerne mal probieren, ob wir uns einfach reinschleichen können. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wir haben drei Scharfschützen hier dabei. Wow. Und einen Dingens. Okay. Können wir schauen, ob wir noch irgendwas mitnehmen können. Die wäre helfen ja nicht so gut gegen die normalen Menschen. Soweit ich weiß. Ein Schwert braucht man eigentlich fast gar nicht, oder? Obwohl. Das ist auch ein Scharfschütze. Was nur für ein Kopf? Blutrausch. Nehme mal hier Synodenkopf rein. Ich glaube, das ist besser. Genau. Den könnte man ja auch noch mutieren lassen, theoretisch. Oh, der hat richtig viel Punkte. Nee. Brauchen wir hier noch? Was brauchen wir denn hier noch? Berserker vielleicht? Mehr was zum Tarn? Wir haben jede Menge Scharfschützen. Wenn ich das so mit einem Berserker mische. Nahkampf ist ja mehr. Machen wir Berserker rein. Und dann geben wir den Schrotflinte, da haben wir schon. Packen wir hier noch die Regeneration rein. Ja, sieht das geil aus. So. Sieht irgendwie lustig aus. Auf jeden Fall. Den Nahkampfwaffen mitgeben. Ich glaube, die können wir jetzt rausnehmen. Das brauchen wir nicht. Der macht eh mehr Nahkampf. Was zum. Ah, das können wir auch rausnehmen. Was zum Heilen hat er dabei? Ja. Er könnte noch Granaten mitnehmen. Zum Beispiel. So eine und so eine. Dann machen wir ja das weniger Schaden. Das ist, glaube ich, noch ganz praktisch. Und so. Ja. Man muss es ja nicht mischen, aber ich würde es gerne mischen. So. Mal Forschung stehlen. Guck mal, ne? Was sie klauen können. So, Gegner. Ah, Hallöchen. So, da oben ist Technologie. Wo ist unser Tarnmensch? Da. Läuft der mal vor, würde ich sagen. Advancing. I've got a visual. Ah, da oben steht einer. Kannst denn du? Ah, der hat auch einen Raketensprung. Interessant. Das ist übliche. Okay. Passt. So. Scharfschützen. Der hat nichts im Blick. Das ist schlecht.
Confirming target. Der hat nur den einen Bill. Okay. I'm here. Hast du was im Blick? Nee, du hast nichts im Blick. Dann bringen wir uns da erstmal in Position und schießen noch nicht, würde ich sagen. Könnten den wegspringen, aber ist auch ungünstig. Können wir mit den auf den da oben schießen? Na, ah, da trifft man ja kaum. Ich stelle es mal rein, dann sind die hier geschützt. Du bist der Nahkämpfer. Quasi. Ah. So. Okay. Dann. Das sind zwei, ne? Was bist denn du für einer? Normaler Dingens, okay. Wer hat was zum Heilen dabei? Der andere kann bestimmt auch heilen. Wir riskieren es mal, würde ich sagen. Ja, 40 Grad mal, das ist nicht viel. Da komme ich nicht weit. Tun hier erstmal ein auf Scharfschütze machen. So. Würde ich sagen. Ja. So. Können wir nicht schießen? Schade. Overwatching. So. Oh! Fahrzeug. Nicht gut. Fettes Fahrzeug. Nicht gut. Oh, da ist der nächste. Au. Kablam! Kablam? Oh nee, der hat den gesehen. Verdammt! Oh, da kann man auf jeden Fall eine schöne Springlase reinsetzen. Das finde ich gut. Detonation in 3. Oh. Au, shit. Got eyes on a target. Aha, das hat gesessen, ey. Au. Wow, das hat's ja vollgebracht. Aha. Okay, der ist gleich tot. Normalerweise. Dann kannst du mal hier Viecher setzen, würde ich sagen. Ja? So. Einmal. Der ist eh tot. Da bringt alles nichts. Wir bringen dich mal hier in Sicherheit. Wie viel Schaden macht das? Nicht genug, glaube ich. Dann schießen wir mal da mehr drauf. Da ist das Fahrzeug im Weg. Dann ätzen wir das mal weg, würde ich sagen. So.
Schon wieder viel zu wenig Säure drauf. Das ist nicht gut. All I need is a clear shot. So close. Okay. Nein. Sehr gut. Dann musst du mal ein bisschen vorrennen. Nein. Ich habe mir leider nicht ganz zerstört. Schade. Immerhin. Bitte gehen wir da in Deckung und du jetzt mal auf den noch schießen, ha? So. Dann bin ich mal in Deckung. Dir können wir noch schießen. Sehr gut. Kriegen wir das Ding kaputt? Nee, nicht wirklich. Okay. Dann zerstören wir den. Ich habe keinen Bock, dass das Ding auf mich schießt. Überhaupt nicht. Wir müssen auf jeden Fall mal das Geschütz zerstören. Ja, wenn er treffen würde. Ah, wieder nicht getroffen, ha? Huh? Okay. Ich kann mich bewegen, okay. Das könnte böse enden. Mein Cyclops zerstört. Nein. Das darf nicht wahr sein. Bäh. Ja. Das, was ich mal mache, machen die jetzt mit mir. Showtime. Opening fire. Au. Schön. Stand der andere dahinter, genau. Könnten das so machen oder so? Dann geht es auf jeden Fall durch auf den dahinter. Ja, wahrscheinlich besser. Du kannst ja nicht auf den anderen schießen. Jetzt. Nee, ist auch blöd. Müssen wir doch so machen. Wir gucken jetzt mal, was die anderen für eine Option haben noch. I'm on my way. Hm.
der einmal rum? Gut. Dann müssen wir den da noch erledigen. Machen das mal so. Ganz viel Säure drauf. Und hoffentlich killt das den. In der nächsten, übernächsten Runde, glaube ich, erst, ne? Ah, ist jetzt komplett leer geschossen. Okay. Du hast keine Waffe mehr. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Keep it together. Kann der heilen? Hatte was zum Heilen dabei? Hatte. Er kann nur noch einmal schießen, das ist aber ungünstig. Daneben. Und wieder daneben. Super. Armadillo, den Typ oder den Typ. Könnt aber auf den schießen. Und einmal auf den da. Sehr gut. Dann kannst du nämlich auf den da schießen. So, damit sind sie alle ausgeschaltet. Jetzt haben wir hier noch einen. Ah, das bringt alles nichts so wirklich. Heilung reicht dafür leider nicht. Here we go. Kriegsschrei. Ach, da oben ist noch einer, siehst du? Den habe ich vergessen. Alles ein bisschen ungünstig hier. So. Mehr kann man nicht machen. Wenn ich das richtig sehe. Der macht gar keinen Schaden. Was? Das ist ja blöd. Crunch time. Ich kann mal versuchen, schnelles Ziehen. Dieses Geschütz auszuschalten, das wäre ganz... Oh, der schießt zurück. Das ist nicht gut. Ah, okay. Passt. Oh, oh. Nein. Au, au, au. Oh, das hat gesessen. Das hat dieses. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Wie viel hat denn der noch von den Dingern? Okay.
Dann sprengen wir die halt weg. Und gleich nochmal eine hinterher. Danke. Blick gerade. Gibt zwei Aktionspunkte. Ich könnte das Ziel da oben ausschalten, ne? Reicht nicht ganz. So vielleicht. Auch nicht ganz. Ach, verdammt. Schade. So, damit ist der kein Problem mehr. Dann geht er schon mal Dinge klauen. On the move. Der könnte sich dann auch mal heilen eigentlich. Be right there. So. Funktioniert das eigentlich, wenn man das auf anmacht? Schnelles Aufräumen mit die Kombination, was auszulöschen. Ja, hat was gebracht. Taking action. Glaube ich. Ist ja wieder Vollheim. Ah, cool. Nein, zu helfen. Das ist ja schön. So, da kann man hier mal ein bisschen Heilung machen. Oh, der hat nichts dabei. Das ist natürlich ungünstig. Ready-ish. So. Heilung. Okay. Wenn die Salze stark verletzt sind. Repositioning. Guck mal hier an den Rand. So, du hast keine Heilung, das ist schlecht. Und da war er weg. Ob da was drin hat? Nee, hat er nicht. Hätte mich ja auch gewundert. Hm? So, ein bisschen Heilung hier verteilen. Kannst du was aufheben? Was medizinisches, ne? Ja, immerhin. Noch mehr Medizin, okay. Brauche ich auf jeden Fall wieder Medikits. Moving to coordinates. Suche steht schon mal fest. Ich glaube, das war's an Gegnern, ha? Da kommt nicht mehr. Sonst gibt's hier nichts, ha? Sprinting to position. Wie mir scheint. Ein
halt außen rum. Ja, mal das Zeug mitnehmen, sicher ist sicher, weiß man nie. So, super. Ich glaube, da kommt keiner mehr. Fertig. Hey. Ich glaube, ich habe was Gescheites am Forschen bekommen. Wow, hat es viele Punkte gegeben. So, ich bin mal gespannt. Neue Flugzeugtechnologie haben wir gestohlen. Ah. Oh. Wir haben nicht genug Zeug. Eieiei. So, was haben wir jetzt bekommen? Nocherico Flugzeugtechnologie. Der Tandem ist das Nimbus Ultra Luftfahrttechnik von Nocherico. Oh. Interessant. Ja, gleich mal. Nocherico Flugzeugtechnologie. Der Tandem ist aus Nocherico, ist ein VTO-Transporter der dritten Generation, der speziell für das derzeitige Schlachtfeld und die atmosphärische Bedingungen entwickelt wurde. Er hat eine verstärkte Rumpfpanzerung, ist mit einem korrosionsbeständigen Material beschichtet. Bietet gleichermaßen Schutz vor feindlichen Feuer und organischen Angriffen. Trotz seines beachtlichen Gewichts ist der Thunderbird dank seiner vier Mimana 2 Motoren in der Lage, Geschwindigkeit von mehr als 320 km/h zu erreichen. Derzeit hat das Thunderbird eine Kapazität von 7 Personen, doch das Design kann noch erweitert werden, um dies zu steigern. Oh. Wow. Okay. Kriegt man aber leider nicht, ne? Mir scheint. Fahrzeuge, wo ist er denn? Der kann 8, der kann 7. Der ist auch schneller. Kann dafür ein weniger. Fliegt nicht ganz so weit. Cool. War ein bisschen teuer. Jetzt haben wir nicht mehr genug Material, das ist ungünstig. Mal da hochfliegen. Ein bisschen handeln. So, danke. Haben wir noch irgendwo was zum Handeln? Da oben. Ich glaube, da war wir schon, oder? Nee, die haben noch. Wir fliegen erstmal dahin vielleicht. Ja, die haben nur 71, ist nicht viel. Dann gehen wir dahin. Oh, Pandoraner Lager 2 wird angegriffen. Das ist aber ganz neu, dass die was anderes angreifen. Ui. Uiuiui. Das ist nicht gut. Da unten wird auch was angegriffen. Mann, Mann, Mann. Das ist ja blöd. Wie komme ich da jetzt so schnell hin? Der hier müsste das machen, aber das sind noch vier Leute, ey. Zwei Leute und die Männer kann ich mir auch nicht wirklich kaufen. Das ist ja blöd. Das ist ja richtig blöd. Da muss der zurückkommen, so schnell es geht. Der kann nicht wirklich was machen, ha? Nee. Das wird nicht funktionieren. Ja, ja, schon wieder 50. Hier mal noch Training machen. Abwehr-Handfeuerwaffen. Bonus bei Tarnung.
Nee. Gib mir lieber noch was auf die Willenskraft. Was bei dir so? Nix am Start. Der hat auch nur 10. Das ist ein Level 1er. Kann jetzt sich noch ein bisschen ausruhen, würde ich sagen. Ob die hier rechtzeitig ankommen, ey, bin ich mal gespannt. Nahrung, alles schon zerstört hier. Es wird Zeit, dass die Forschung beendet wird. Wieso greifen die das Lager hier an? Was soll das? Was hat denn der so? Der hat keine Forschung dabei. Ich müsste mehr Forschungslager bauen. Die sechste Nation. Ah, Krieg ist etwas Furchtbares und nur die Jünger von Arno verstehen, dass sich die Menschheit weiterentwickeln muss, wenn sie überleben will. Senetrons Ideologie der Koexistenz würde verhindern, dass die Menschheit sich verändert und aus ihren Sünden lernt. Es ist eine verlockende Vorstellung, genau aus diesem Grund stellt sich die Note der Sehnsucht zu verhehlen dagegen. Wir müssen Zuflucht angreifen und alle gegnerischen Kräfte vernichten, so barbarisch es auch sein mag. Damit beweisen wir unsere Hingabe im Plan der Erhabenen. Okay. Okay. Habe ich deine Mission noch verpasst? Moment. Da hatten wir noch einen Auftrag? Oh, okay. Ja, machen wir das noch oder heben wir das für nächstes Mal auf? Ich würde sagen, wir heben das fürs nächste Mal auf. Beziehungsweise das machen wir mit einer anderen Truppe. Weil mit 4 Leuten kommen wir da nicht so weit, glaube ich. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Die haben Scharfschützen aber auf jeden Fall. Nehmen wir doch lieber die hier und fliegen da hoch. Würde ich sagen, du kannst mal darüber fliegen. So, der hier. Achso, du wolltest handeln. Wir tauschen mal die Nahrung. So. Dann sieht das Ganze nämlich schon wieder besser aus. Können wir hier noch Nahrung? Jo. Auf jeden Fall. Ja, da könnten wir eh nichts machen. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was zum Produzieren hier. Stunden an. So, so. Da wird man nochmal ein bisschen Technologie bekommen. Brauchen wir erstmal nicht. Was machen wir mit dir jetzt? Müsste es eigentlich mal da runterfliegen, ne? Der fliegt da hoch, der fliegt da rüber. Ob die rechtzeitig ankommen, ich bin gespannt. Ich bin echt mal gespannt. Hier könnten wir uns mal die Kiste holen. Wir brauchen noch ein bisschen Pause. Ein bisschen Zeug. Ah, das ist auch gleich weg. Das hier ist auch ein Bug, ey. Ja, ja. Ja, ja, jetzt wird es langsam knapp hier. Ich würde mal interessieren, wie lange der braucht bis da hoch. Da haben wir leider keine Zeitangabe. Bin gespannt.
So, da sind wir da. Gefahrenstufe niedrig. Okay, machen wir erstmal Schluss für heute. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich danke dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.